Hallo, Christ, jetzt hier eine neue Folge von Guitar Lesson. Ja, und ich hoffe, es geht eigentlich gut. Das Thema, wo ich heute ein bisschen kurz drüber reden möchte, war oder ist ein Thema, was, glaube ich, voll wichtig ist und eigentlich schwierig in Worte zu fassen ist. Und zwar ist das eigentlich inspiriert, das hat volle Kanne eigentlich mit Musik zitieren oder mit Gitarre oder mit, generell mit Musik machen oder spielen. Und gleichzeitig kommt das Thema von dem, was ich da reden möchte, von der Psychologie. Und zwar kommt das Thema von den Studien und von der Lehre sozusagen von Carl Gustav Jung, der was echt ein voll interessanter Psychologe war, der was zwar einmal eine Zeit lang Kollege mit dem Sigmund Freud war, sich aber nachher seine Lehre auch gespalten hat. Der Sigmund Freud war sein Lehrer im Umfang und dann hat da Gustav Jung ja einen neuen Weg eingeschlagen. Und was ich ganz interessant finde, ist, was jetzt einfach erklärt ist, wie es noch wahrscheinlich geschrieben ist in seiner Studien, dass etwas vom Wichtigsten von Menschen generell, also die Beziehungs, sagen wir mal, Fähigkeit, ist die Fähigkeit zur Relation, die Fähigkeit in Beziehung zu stehen. Egal, ob es jetzt Frau oder Mann oder Kind, egal, sagen wir, hast jetzt noch gleich. Und was mir eben vierkämmisch in der letzten Zeit, auch wenn ich zum Beispiel mich vorbereiten kann für ein Konzert oder für irgendetwas, zu spielen, wo nur eine Auftrittssituation ist und generell in dem Prozess von Üben ist mir halt vierkäm, dass ich ganz unterschiedlich spiele und übe, wenn ich mich in Beziehung zu der Welt, zu meinem Umfeld fühle, zu anderen Leuten und natürlich auch, dass ich ganz anders spiele, wie wenn ich in einem komischen intellektuellen Elfenbeinturm sozusagen mich befinde, indem ich zu die Leute und zu meinem Umfeld jetzt nicht so für mich in Beziehung spiele. Also das waren jetzt die zwei Pole. Einmal sich in Beziehung fühlen und eine Beziehung zulassen, Gefühle zulassen, auch wenn sie nicht so fein sein. Und einfach das in Relation, in Beziehung stehen, egal ist sie Menschen oder hat sie Dinge, sie ja, Gerüche wahrnehmen von der Umwelt und so weiter. Und mir ist halt noch irgendwie vierkant, wenn ich über das nachgedenkt an, dass für mich in dem Moment Musik oder generell ein Gefühl weitergeben La entstehen kann, wenn ich die Beziehung zulasse. Und da eröffnen sich innerlich natürlich auch ganz oft verschiedene Barrieren oder Ängste oder Komplexe, wenn man es so heißen kann. Aber ich finde, es ist wirklich wert, wenn man sich denen, ja, wenn man sich mit denen befasst, wenn man sich denen stellt, wenn man die zulässt, wenn man die fühlt. Sonst macht man Musik in dem Moment, läuft für sich alleine und sagt ja auch in dem Moment etwas Schönes. Aber ich sehe Musik als etwas, was durch einen fließt, durch einen Menschen fließt. Und wenn man das mit jemandem teilen kann oder aussenden kann oder empfangen kann, nur Kimo 4 hat das einen größeren Zweck als läuft für einen selber, das noch zu machen. Und das kann ja sozusagen weiter fließen noch in dem Moment. Das ist alles, klingt alles ziemlich esoterisch, aber ich finde, glaube, wenn man gewisse Leute zum Beispiel beim Musikmachen beobachtet, dann kommt beim Vier, dass die sich öffnen, dass die etwas zulassen und dann kommt es auch bei den anderen Leuten an, dass die etwas weitergeben will, dass die eigentlich et denken, ich mache sie jetzt für mich und fürs Geld und sozusagen also eine gewisse Energie rauben jemanden, sondern dass sie sich öffnen und einfach geben in dem Moment und dass das, ja, dass nur die Leute das spüren und die Leute das Energie gibt und
etwas, ja, und dass die Leute noch den Menschen auch Energie geben will, als, ja, und das habe ich gewählt, einfach so. Und ja, das sind die zwei verschiedenen, ja, das sind zwei verschiedenen Arten. Natürlich ist das jetzt ganz simpel ausgedrückt und da gibt es ganz verschiedene Graustufen noch dazwischen. Es gibt einmal fühlt man sich auch mehr in Beziehung und einmal weniger. Ja, aber ich finde das, wenn man das auch so betrachtet, weil es gibt ja, das erklärt ja vieles. Viele verschiedene Menschen oben zum Beispiel sind ein Liedl, eine bestimmte Beziehung, weil das sie an eine bestimmte Zeit erinnert. Und das löst neue Gefühle aus. Als wäre man plötzlich wieder in die Zeit irgendwie zurückgereist. Und ich finde in dem Moment, ja, da kann auch die Musik voll helfen. Ja, in verschiedenen Lebenssituationen. Und oft macht man sich vielleicht auch Gedanken, wie steht sie denn Lidl? Wie steht genau, wie fühle ich mich, wenn ich spiele? Wer bin ich denn? Wer bin ich? Ja, und ich finde, die reflexiven Gedanken sind oft voll wichtig, weil sie einen vielleicht als Mensch und in dem Moment als Person, was Musik macht, Musik weitergibt, vielleicht auch helfen kann. Weil sie zur Selbstreflexion anregen und selbst oft ein Thema, das was nicht ganz fein ist, haben mich leichter sich vielleicht auf das zu konzentrieren, dass man etwas perfekt spielt, aber vielleicht ist die Perfektion am Ende auch nicht das Wichtigste. Das sind also eigentlich Fragen, was ich jetzt in den Raum gestellt habe, aber vielleicht, ja, ob es Lust hat, mal darüber nachzudenken und das gilt nicht allein in dem Moment, kann ich das von meiner Erfahrung sagen, kann nicht sagen über Enk und wie das alles erlebt und so. Aber vielleicht helfen euch die Fragen ein bisschen zur Reflexion. Deswegen kurz ein paar Noten von einem neuen Lied.